Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. So, bevor ich jetzt hier auf den Server draufgehe, will ich erstmal eine kleine Info machen, warum es jetzt in den letzten Tagen keine Folgen gab. Prüfungen über Prüfungen. Und da hatte ich echt keine Zeit gehabt, mich noch auf das Plane zu konzentrieren. Da war mir die Prüfung echt in dem Moment wichtiger. Also bitte ich mal diesbezüglich um ein bisschen Entschuldigung und Verständnis, dass da mal kein Folgen kam. Aber ich habe jetzt Ferien und ich werde jetzt auch gucken, dass ich dann auch mal wieder dazu komme, ein bisschen mehr aufzunehmen. Ich werde dann nochmal schauen, dass ich auf Vorrat aufnehme. Ja, so. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Server und schauen wir mal, was sich alles verändert hat. Ich weiß gar nicht mehr, was letztes passiert ist. Ich glaube, ich hatte erstmal angefangen, die alte kleine Bude aufzubauen. Ich hätte mir doch lieber mal die alte Folge anschauen sollen. So, das übliche keine Rückmeldung. Atlet. Okay. Was? Einmal der 80 Anatomic von Bord in der Organisation. Was? Die Baufirma dankt den Dorsch und hofft, dass das Haus den Menschen, sprich mit freundlichen Grüßen wie Schuh und Zigorin, als Entschädigung für den Server-Crash neu stört. Ja, ich würde sagen, das war dann auch schon mit dem Ausbau. Alter! Da klatschen die mir nicht ernsthaft ein Haus hier hin. Ey Leute, sorry, wenn ich mal gerade so ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin gerade echt. Überwältigt. Überrascht. Alter. Da klatschen die mir arschkalt einfach mal ein Haus hier hin. Krass. Ey, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Hier kommt man aber. Ja, hier kann man rausfallen. Aber Wahnsinn, Alter, schaut euch mal diese Aussicht an. Wahnsinn. Ey, hier geht's sogar noch weiter. Sogar mit einem Thron, Alter. Ey, Leute, ich. Ich bin gerade echt ein bisschen überwältigt. Ne, passiert nichts, wenn man drauf drückt. Oh, Wahnsinn. Ich weiß echt noch, beim letzten Mal, als ich drauf gegangen bin, kam kurz nochmal Zigurin, hatten wir nochmal kurz ein paar Gene gegeben, weil wir ja meine auch weg sind. Ich habe schon mal wieder das Fliegen gehen. Die restlichen werden wir aber machen, aber das ist selbst mir neu. Alter Finner. Ey, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, aber. Danke! Ach ja, wir waren da was am Farmen gewesen. Ah ja, ich hatte mich auch nochmal offscreen. Ey, ich komme gerade echt nicht so richtig drauf klar. Ja. Danke, würde ich sagen. Machen wir mal hier ein bisschen Platz. Äh,
Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal heute ein bisschen farmen. Fish Jerky habe ich noch, Chicken Jerky dann. Hatte ich hier noch so ein Eisen? Ja. Alter. Ey, ich bin gerade echt überwältigt, wie ihr mitbekommt. Stellen wir das mal dazu. Die Sonne ist am runtergehen, das ist Nacht. Danke. Alter. Gehen wir einfach mal hier in die Höhle rein, würde ich sagen. So, jetzt muss ich echt mal wieder ein bisschen darauf klarkommen, dass ich jetzt mal ein neues Haus habe. Aber ich muss sagen, Vishu, Sigurin, ihr habt euch echt Mühe gegeben. Es sieht echt geil aus. So. Nehmen wir einfach mal mit, was geht. Ich bin gerade echt nur noch ein bisschen ruhiger. Also. Ich bitte da ein bisschen um Verständnis für. So, ich versuche jetzt mal auf das klarzukommen und wieder ein paar Worte zu finden. Wo kommen die denn hier alle? Ach du Kacke. Alter, ich will ja sterben. Das war knapp. Ich würde sagen, Spitzhacke ist Schrott. Alter, wie mir gerade echt einfach nur noch zu diesem Gebäude die Worte fehlen. Was haben wir hier noch so? Sensor, Sensor. Rutil, oh. Ich würde sagen, wir setzen auf jeden Fall gleich erstmal die Magical Crops wieder hin, damit die so ein bisschen wachsen können. Cinnabar, noch mehr Cinnabar. Ja, Zerdusquartz nehmen wir einfach auch mal mit. Ich werde mich jetzt aber auch diesmal nicht so wirklich gern komplett auf die Magical Crops versteifen. Ich will einfach dieses Mal eine komplette Rohversorgung schon mal haben. Oh ja, meine. Werde dann aber es auch so machen. Ich hatte mich ja in der letzten Folge mal gefragt, was ich machen soll für eine Erzverarbeitung. Und da kam ja von euch, dass ihr gern Factorization wünscht. Habe ich gesagt, okay, schaue ich mir mal an. So. Blöde ist, ich wüsste nicht wirklich, wie ich die Factorization-Verarbeitung bei mir unterbringen sollte. Werd mir das mal überlegen, aber wenn mir nichts einfällt, wird es darauf hinauslaufen, dass ich dann, ja, sag mal schnell.
Mir fehlen gerade echt noch teilweise die Worte. Ich muss auch teilweise erstmal wieder richtig ins Let's Playing reinkommen. Also ein Bit. Die heutige Folge wird mal so ein bisschen neben der Rolle sein. Oder sagt die nächsten 2 bis 3 Folgen. Ah, okay, kann ich abbauen. Auf jeden Fall, wir werden das gleich erstmal die Magical Crops anpflanzen, habe ich euch, wie ich eben gesagt habe. Wir werden dann Erzverarbeitung. Alter, da habe ich mich aber gerade ordentlich erschrocken. Erzverarbeitung werde ich dann mal schauen, ob ich das über Ender.io machen lässt oder nicht. Ansonsten. Aber Ender.io war ja wirklich nur die Segmel. Dann machen wir es so. Wir machen jetzt erstmal Firmal Expansion weiter. Machen dann wieder die Magma Pump bauen wir wieder rein, die Endatomic Pump. Schauen wir auch mal, dass wir das schnell hinkriegen. Und dann würde ich mal schauen, dass wir uns einen Big Reactor machen, weil ich würde gerne ein bisschen so die Gegend verseuchen und so weiter, scheiß auf Ökos und so weiter. Nee, aber ich würde gerne echt mal so teilweise ein bisschen was anderes wieder machen. Weil nur so, juhu, ich habe eine Magnetic Dynamo, die ein bisschen Lava pumpt und fertig. Ich weiß nicht, das ist nicht so wirklich Dosh-like. Da kommt schon der nächste Creeper. Ja, schön ausleuchten. Oh, Essenzberry-Büsche. Ja, mit den Bärenbüschen habe ich auch schon was vor. Wie? Ich bin arschkalt voll. Hier ist noch so ein Bärenbusch. Ja. Vielleicht komme ich ja da nochmal zum Sprechen. Auf jeden Fall. Alter! Was ist hier? Kommen jetzt auch schon 10.000 Monster? Nö, ja, was sind Bärenbüsche? Ich habe mir schon so ein paar Pläne gemacht, was ich machen möchte. Kommt der Leinzahn von weg? Oh, Goldorbelbüsche. Und ich werde teilweise diesmal auch wirklich ein bisschen mehr bauen. Okay, beim letzten Mal hatte ich ja auch schon einiges gebaut. Aber ich will jetzt auch wirklich mal so ein bisschen. Ich will mir hier so eine kleine Stadt aufbauen. Wenn ihr das wisst, was ich meine, oder? Ist das krass, wie mir teilweise jetzt noch die Worte fehlen. Oh, Redstone. Nehmen wir noch die XP-Büsche mit. XP-Büsche habe ich hier echt viele. Ja, jetzt bloß nicht da reinfallen. Das wäre das Dümmste, was du machen kannst, Dominik. Ein Zombie-Kopf kann raus, Rotten Flash, XP. So.
Dann gehen wir nochmal hier was abfahren. Wir nehmen jetzt einfach mal so viel mit, wie es geht. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich eine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Kommen wir, schmeißen das Schild weg und futtern nochmal weg. Oh. Hier geht es noch weiter. Ja. Hier irgendwo. Machen wir hier mal den alten Fackel und Quelle weg Trick. Was haben wir hier? Mana infused. Oh. Wir haben doch bestimmt ein paar Cobbles. Jawohl, dann machen wir das hier mal so ein bisschen dicht, dass uns die Büsche nicht verloren gehen. Weil die würde ich echt schon gern mitnehmen. Schauen dann nochmal, was wir hier so haben. Also für den Bärenbüschen kann ich mich nicht beklagen, dass hier so wenig sind. Ich werde dann auch mal schauen, dass ich jetzt am Wochenende, vielleicht am Sonntag, weiß ich noch nicht wann, auf jeden Fall entweder dieses oder nächstes Wochenende, werde ich dann mal schauen, dass ich mal wieder einen Livestream mache. Wird auch mal wieder Zeit. Ich will auch, dass meine Livestream-Community ein bisschen wächst. Und ja. Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen mit dem Trivon unterhalten letztens und da liegt ja einiges ab beim RBT. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass er auch Trivolo rausgeht, dass er jetzt wirklich nur noch quasi Baker und Butze alleine sitzen. Das hätte ich echt nicht erwartet. Finde ich schade, dass es so auseinandergegangen ist. Komm, schmeiß mal das mal gerade weg. Geben wir uns nochmal ein paar XP. Finde ich schade, dass es echt alles so geändert hat. Ob die Feinde drin war, ja, wird. So, das Redstone nehmen wir noch mit. Wir hätten eigentlich den. Ich habe ja gesagt, ich hätte besser den Golden Bag of Holding mitnehmen müssen. Ja, das wäre echt eine bessere Idee gewesen. Komm, dann lassen wir jetzt auch mal hier die Bären weg. Hier sind ein paar Ärzte nicht unifiziert, merke ich. Cobbles kriegen wir auch noch genug. Hallo. Einer. Ah, komm, das Charge Status Quartz. Ich werde mich später dafür eh nach. Zweimal nachspeisen wollen. Weil jetzt echt nur ein Dia. Ja, ein bisschen Gold ist hier noch. Ah. Siehst du mal? Oh. Boy. Schau mal an. Ach, wie schön ist auch da. Hallo, ihr beiden vielen herzlichen Dank für dieses epische neue Zuhause. Also das muss man, da muss ich mich echt mal ordentlich bei denen bedanken. Ihr könnt ja mal ein paar Ideen machen, wie ich mich bei Ihnen bedanken kann. Weil ich bin da echt
Ja, so kreativ wie ein Stück Brot. Das letzte Mal, als ich mich bei WSU irgendwas gemacht machen musste, hatte ich einfach der Truhe voll Blumen geschickt und das kann ich ja echt bei so einer Aktion echt nicht bringen. Nehmen wir noch das Redstone mit. Hier der Dark Iron Ore. Wer weiß, wie man es gebrauchen kann. Vielleicht noch ja dann mal was halt. Factorization Sticky Ore. Oh. Ein Slime Ball. Nix hier raus. Ich würde sagen, hier nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Bin wieder so voll. Komm, dann. Slimeball würde ich aber gerne mitnehmen. Tungsten. Ja. Komm, wir machen nochmal hier die Silbertaschen mit voll. Davon haben wir was wenig. Das war super intelligent, Josh. Halt euch schon nochmal aufzubauen. Ey, ich bin gerade so ein Profi, das ist unglaublich. Hier war nichts mehr, oder? Nee. Würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal raus, nehmen das Eisen hier auch noch mit. Wärmbüschen hier auch noch mit. Den Essenz-Test auch. Komm, Zeit, das kurz können wir auch noch mal mitnehmen. Ach, wir nehmen doch einfach gleich die ganze Höhle mit. Ah, ich wollte Platz für ein Saphir, weißt du was, scheiß drauf. Uran sollten wir ja in der Tasche haben. Gold, nee, hier war schon Gold. Am besten habe ich mich jetzt noch verlaufen. Ich habe jetzt aber auch gerade echt nicht wieder, weil ich würde mir. Okay, ich habe sogar auf die Uhr geguckt, habe ich schon vergessen, wann ich gestartet habe. Aber es ist mir jetzt auch gerade scheißegal. Dann lasse ich einfach noch ein bisschen laufen und ihr habt da einfach mal eine längere Folge als Entschädigung dafür, dass mal. Ah, da oben nicht von Creeper. Einmal als Entschädigung, dass in längerer Zeit keine Folgen kamen. Ist aber schön viel Gold, muss man sagen. Dann schauen wir mal, dass wir in einer der nächsten Folgen mal wieder mit Witchery. Da fehlte jetzt wieder einiges. Die Bäume haben wir ja nicht mehr. Scheiße. Dann werde ich mal den Ziggurat noch darauf ansprechen, dass wir die Sachen auch mal wieder bekommen. Weil das würde ich echt noch gerne wieder haben. Von so jedem einen Sapling, das wäre echt wieder nice. Also hatten ja schon alle drei. Spreche ich Zigarin mal drauf an. Dich habe ich gesehen, ich bin hier raus aus diesem Shit.
Nope, nope, nope. So, also dann sortieren wir mal schnell alles ein. Tun wir jetzt einen Ballon mal rein. Und da haben wir echt schon einiges wieder gesammelt, muss man sagen. Dann. Wie machen wir denn jetzt am besten? Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach erstmal in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob es eine neue Folge schon ist oder so weiter. Ihr werdet es ja merken. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in Kommentare. Ihr kennt den ganzen Mist. Schaut auch mal bei Sigurin vorbei. Der wird sich auch über ein Abo und ein Like freuen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik. Ich wollte gerade schon wieder SMPRT sagen. Ich bin doch irgendwie echt neben der Rolle. Wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mods, halt's alles dahin. Tschö!